Ja, moin moin, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir sind gerade dabei, die nächste Attentatsmission in Forli anzunehmen. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr so viele, damit wir Forli hinter uns lassen können und dann wieder zurück nach Venedig gehen können. Also, bei Ankunft tot. Girolamo Riario will einen Agenten zum Papst schicken. Es stellt sich ja, dass dieser Agent niemals die Stadt verlässt. Lorenzo. Gut. Ich denke und hoffe, das kriegen wir hin. Vielleicht auch mal zur Abwechslung mal wieder ein bisschen Assassinen-like. So. Und dann bin ich auch froh, wenn wir Forli dann irgendwann dann noch hinter uns lassen können. Ich das auch aus dem Kopf habe, dass wir hier die Sachen noch gemacht haben, alle, die so noch übrig waren. Nein, zurück, halt! Und ja, weil ich finde auch irgendwie, also auch wenn die Wachen hier grün tragen, das ist ja erstmal ganz sympathisch, ich finde das hier so, so richtig so grau und fahl und so, etwas so, ich weiß auch nicht. Das ist nicht meine Stadt irgendwie. Also vom Charakter her vielleicht irgendwie schon, aber hier so im Spiel, so sind überhaupt keine Farben da. Und außer eben grün. Was eigentlich reichen sollte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt habe ich hier schon wieder Action, obwohl ich die gar nicht haben wollte. Ach, und der... ich glaube, das ist sowieso vorbei. Der Typ hat es nämlich mitbekommen. Der Typ hat es nämlich mitbekommen. Und ist abgehauen. Ich wusste nicht, dass der auf dem Dach ist. Ich dachte, das wäre jetzt so ein normaler Typ. Ist aber nicht so. Muss natürlich auch erstmal wieder hoch aufs Dach. Zumindest sind wir die Wachen komischerweise schon losgeworden. Aber der Typ weiß immer noch, dass wir den verfolgen. Da ist er. So. Er ist ganz schön flink. Aber nicht so flink wie ich. Okay. Gut. Ja, war nicht ganz so wie geplant, aber naja, wir haben ihn fertig, Ende aus. Und dann nehmen wir doch direkt das nächste. Schwupp, schwupp. Dann ging das wenigstens relativ flatt. Guck mal, dass wir das nächste ein bisschen geschmeidiger hinbekommen. Ja, ich springe erstmal direkt in die Wachen rein. Das scheint die irgendwie nicht zu stören. Ich wollte eigentlich hochklettern, Ezio. Du solltest da nicht von der Wand wegspringen. Ach ja. Und nun dann bist du also freundlich, ja? Der ist aber gelenkig. Warum können die da für ihre Idioten ja, ich bin sehr gelenkig. So kennt man mich unter dem Namen. Der Gelenkige. Nicht. So. Jetzt muss ich ja innen an der Säule hoch, damit ich da an diesen Taubenschlag komme. Ja, jetzt möchtest du weiterklettern heute noch? Dankeschön. So. Nehmen wir da hoch, aufmachen, Taube nehmen. Dankeschön. So. Ja, heute habe ich mich auch mal in grün gekleidet. Ohne Greenscreen, wenn ich den nicht anhabe, geht das ja ganz gut. Im Stream klappt das ja nie. So, Girolamo Riario hat einen neuen Kommandanten aus Venedig angeheuert. Er bewacht den Leuchtturm an der Küste. Eliminiert ihn. Den Leuchtturm an der Küste. Den Kommandanten. Auch das kriegen wir hin. So. Erstmal hier in die Gasse. Denn hier gibt es ein Bildchen von uns. Das nehmen wir weg. So. Das sollte es uns auch ein bisschen einfacher machen, den Typen zu erwischen. Ne, bevor ich jetzt die Mauer hochkletter und runterspringe, nehme ich dann doch lieber die 3 Meter Umweg hier und gehe durchs Tor raus. Sonst ist unsere Rüstung wieder kaputt. Und das ist auch nicht gut. So. Hi, hi! Dann gucken wir mal, dass wir geschwind zum Leuchtturm kommen. Ja, ich habe vorhin noch was gegessen eben. Das
Deswegen kann es sein, dass ich, wenn ich ab und zu so ein bisschen so ein Aufstoßen habe, weil ich es mir jetzt ziemlich runtergeschlungen habe. Um jetzt noch zeitig zum Aufnehmen zu kommen. Ja, ich weiß, es ist nicht das Gesündeste, was man macht. Das sollte man nicht tun. Hab ich jetzt aber. So, ja, der ist da so ganz in seiner Ecke und man kann ihn wegen dem Wasser nicht wirklich umlaufen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir gut an ihn ran? So, die Wachen sind ja relativ blind. Man kommt ja dann doch zumindest mal hier rein. Eine gute Wahl. Arrivederci, Khan. Da, mach ihm den Gar aus! So. Los, können diesen, ihn nicht entkommen. Diesen Heuballen ja immer nutzen, um einmal kurz rein, raus. Ja, das hat jetzt nicht geklappt. Ich dachte, die laufen mich noch mehr. Haltet die Deckung oben. Irgendwann wird er müde. Ach, das ist doch doof. Die Ecke hier ist wirklich nicht, glaube ich, so geil, um unentdeckt an den Rand zu kommen. So. Ich kämpfe auch die ganze Zeit mit der versteckten Klinge. Ich krieg mir das Schwert, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Impact. Ja, dafür kriege ich erstmal direkt einen in die Guts. Schon wieder. Nee, nehmen wir erstmal den raus hier. Bevor der noch Unsinn macht mit seinem langen Spieß. Ja, sonst geht es. Ich war gerade noch in der Animation, da schlägst du schon zu. Finde ich unfair. Finde ich unfair. So. Okay, dann schlag du doch zu, dann konter ich. So, ich kann das nämlich auch. Ach, er wieder. Mann, der Zweikampf des Konterns. So, okay, haben wir dich. So, der Typ hat natürlich oben nichts mitbekommen, ne? So wie ich ihn kenne. Sprich dein Gebet, Schurke! Die habe ich gar nicht erwartet, dass hier noch welche stehen. Deswegen bin ich jetzt einfach mal hingerannt. Hatte mich selber erschrocken, dass da auf einmal so ein dicker Typ steht. Naja. So, wir nehmen wieder die versteckte Klinge. Dann gucken wir, dass wir uns den da oben holen. Und dann können wir, wenn wir schon hier oben sind, gleich auch die Glyphe mitnehmen, die uns noch hier fehlt. So. Kann ich dich nicht hier runternehmen? Kommt der andere dann genau rum gerade, ne? Kommt der hier rum? Spaziert der andere Typ? Ne, der hat umgedreht. Laju, da ist der! Nix, da ist der. Hast nicht das Geringste gesehen. So. Klettern wir mal hier hoch. Bring da dran. So. Mein lieber Freund. So, mit dem Kopf durch die Wand, geht zum Licht. Viel Spaß. Dann haben wir das auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich, ach, es gibt noch einen Attentat. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, wie viele es gibt. Ich hatte jetzt geschätzt 2. Anscheinend gibt es noch mehr. Na gut, na gut. So, unsere Glyphe, die muss... Oh, die muss eigentlich hier sein. Jetzt müssen wir sie nur finden. Scheint aber nicht hier oben am Turm zu sein. Und sie muss hier auch mehr in die Richtung sein. Tendenziell. Wenn das schlaue Blatt nicht lügt. Da ist sie doch. Okay. Einmal runterklettern. So. Dann hoffe ich, dass ich für das Lügenrätsel nicht allzu lange brauche. 1908. Wann ist 2008? 1708? Ich weiß es nicht mehr. So, die Kavallerie. Dann gucken wir mal. Nicola, wir wissen, was man Ihrem Labor angetan hat, Ihrer Karriere. Es mag zu spät sein, um das wieder gut zu machen, aber Sie können helfen, etwas weit Schlimmeres zu verhindern. Man hat dem Zar ein Objekt abgenommen und führt in Tunguska Experimente durch, um herauszufinden, wie es benutzt wird. Wir müssen es Ihnen wegnehmen, bevor Sie es schaffen. Wir erwarten nicht, dass Sie Ihr Leben riskieren, nur dass Sie Ihre Elektrizität benutzen, um das Objekt zu zerstören, wenn die Zeit gekommen ist. Unabhängig von Ihrer Entscheidung, sollen Sie wissen, dass wir Ihre Arbeit sehr bewundern und Ihnen gegenüber keinen Groll hegen.
Wir respektieren ihre Freiheit mehr als alles andere. Okay. Ja, die, die Bezeichnungen stimmen hier nicht so ganz, ne? Florida ist eigentlich nicht, hier, oh. Okay, und jetzt muss ich den Tesla im Orden damit, oder was? Ups. Ich war's nicht. Das war's schon mit dem Glyphenrätsel? Krass, das war ungefähr das schnellste und kürzeste, was ich kenne bisher. Dann fehlen uns nur noch 4. Und ja, dann gucken wir uns dann mal die Wahrheit an. So. Gehen wir mal hier runter. So. So. Dann schnappen wir uns. Nee, nicht abhauen. Bleib hier. Du bist gut. So. Und dann gucken wir, dass wir uns wieder aufmachen. Hier hin. Das nächste Attentat zu vollstrecken. Außenrum. Oh, Steuerung. So ein Pferd ist echt ganz schön schwerfällig. Das ist, also, ne? Wie heutzutage so ein LKW. Ne, nicht ganz, aber. Was labert der auch wieder schon? Ihr müsst euch auch denken, so, boah, Junge, spiel doch einfach. So. Nächstes Attentat. Markieren und exekutieren. Einer meiner Spioninnen hat sich verraten und wurde von Girolamo Riario, dem Herrn von Forli, gefangen genommen. Nun will er sie hinrichten lassen und sie wurde aufs Land verschleppt. Ihr müsst alle töten und die sie bewachen, aber lasst euch nicht dabei sehen, sonst ist ihr Leben verwirkt. Gut, wir müssen eine Spionin von Lorenzo retten. Dann laufen wir mal geschwind dorthin. Ist bestimmt hier in diesem Kastengebäude. Das hat auch, glaube ich, irgendeinen Namen. Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir müssen erstmal das Ziel lokalisieren. Ja, wir wurden schon lokalisiert. Das ist ungefähr genauso schlecht. So. Ich töte alle, die hier durch wollen. Ja? Bist du das? Guck mal, wie er guckt. Er sieht die Hände nicht. Das war nichts. Ist das nicht verboten? Zurück zur Patrouille. Naja, nicht mein Problem. So. Schon mal ein weniger. Jetzt müssen wir immer noch das Ziel lokalisieren. Das, wo steckt es? Auch nicht. Jetzt wird sie. Da. Da. Zack. So. Und dann machen wir es aus dem Staub. Ich bin dabei, Bruder. Tschüss. Wir haben das auf jeden Fall geschafft. Jetzt haben wir nur eine ganze Meute von Wachen hinter uns. Was jetzt erstmal gar nicht so schlimm wäre. Wir müssen nur zusehen, dass wir die loswerden. Machen wir am besten mal auf so einem Ross. Spring! Fein. Fein, 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 fein. So. Und dann ganz schnell hier weg. So, haben wir noch ein Attentat, bevor ich jetzt ganz weit weg... Nein, das war das letzte hier in Forli. Da haben wir Forli geschafft. Dann würde ich sagen, wir reisen dann zurück nach Venedig. Das ist mir auch ganz recht so. So. So, schwupp. Einmal da runtergesprungen vom hohen Ross. So, dann gehen wir wieder aufs Schiff. Nach Venedig reisen. Jawohl. So, dann haben wir Forli nämlich fertig.
kann ich das gleich nämlich wegtun. So, da sind wir schon wieder. Und, ja, ich glaube, weil wir gerade so drin sind, dann machen wir doch hier, wir müssen es ja eh machen, in Venedig auch noch die Attentatsmission. Machen wir direkt hier weiter, als wäre nichts gewesen. Und ab der nächsten Folge können wir dann mal schauen, ob wir hier da ein bisschen Story weitermachen. Nein, nicht da hoch. Du sollst nur die Taube da rausnehmen. So. Dann sind wir ein paar Leute, die uns in die Quere kommen könnten, losgeworden an dieser Folge. Liebes Ehre, einer meiner Verbindungsleute in der Unterwelt hat eine Verschwörung entdeckt, die auf den venezianischen Teil der Medici-Bank abzielt. Trefft meinen Informanten, einen geschickten Dieb, und folgt ihm bis zum Ziel. Und dann eliminiert das Ziel. So eine Verfolgungsmission auch noch. Sie dauern ja zum Glück überhaupt nicht lange. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid. Wir müssen, glaube ich, über die Brücke. So. Die heutzutage bestimmt ein wenig einfacher zu begehen ist. Kommt, Freunde! Ich habe heute frisch eine Verfügung erlassen. Und dann sind wir schon gleich da. Müssen jetzt aufpassen. Achso, wir müssen uns da reinstellen tatsächlich. Okay. Okay, wir folgen dem Dieb. Nichts leichter als das. Ja, was hast du vor? Da hoch? Okay. Darüber. Da hoch. Gut, das war einfach. Schnell weg, bevor die Wache uns sieht. Entschuldigung. Sollte dir auch lieb sein, wenn uns die Wache nicht sieht. Deswegen dachte ich mir, beeilen wir uns mal. So, da ist tatsächlich eine Feder. Aber da ich jetzt gerade nicht gucken kann, wo wir sind, lasse ich die jetzt mal liegen. Die sammle ich ja eh offscreen ein, von daher. Zack. Die Frage, wie lange. Gut gemacht! Da ist wieder eine Wache. So. Die andere auch da oben, anscheinend. Der hat den Kollegen da runtergestoßen. Das finde ich nicht gut. Tschüss. Dafür darfst du auch weg. Einmal runterpurzeln, bitte. Blub. Klatsch. So. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut, was jetzt passiert ist. Hoffen wir mal, dass wir hier noch hinterherkommen, rechtzeitig. Ja, ich bin schon weg. So. Kannst du diese Schräge echt nicht emporklettern? Was ist eigentlich mit dir? So. Ach, der Verbündete ist jetzt wirklich... Die Wache hat ihn jetzt wirklich da runtergeschmissen. Ach ja. Ach ja. Nee. Ich möchte, dass diese Folge noch beenden hier. Jetzt sollte ich jetzt mal wieder da hinlaufen und müssen wieder... Das ist natürlich dann hat man dann am Ende der Folge, da möchte man noch einfach schnell eine weitere Attentatsmission machen, weil die jetzt relativ flott ging. Und dann erwischt man eine, die dann einfach so über lange dauert. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. So. Dann los. So, ich weiß ja, dass du hier hin willst, deswegen... Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach tun, was euch belehrt. So. So. Er ist hier! So. Aha. Du, ich kann dich auch mal eben wegwerfen. Wenn du das so möchtest, können wir das gerne auch so machen. So. Wir können weiter. Du darfst nicht hier oben sein. Nee. Sorry. Werde ich mir merken fürs nächste Mal. Tschö. Nein, nicht da hochklettern. Sag mal. Tschüss.
So. Man kann es eleganter machen, ja, ich weiß. Aber... Der hat mich gekontert. Was soll ich tun? So ein bisschen unkonventionell sind die Wege ja schon, die er geht. Aber gut, überlassen wir das mal ihm. Was ist denn jetzt? Wohin habe ich die alle erwischt? Und jetzt... Jetzt kontern die alle. So. Geh ich halt kuscheln. So, bevor er jetzt hier wieder stirbt... Mann! Weiche von mir hier! Tschüss. So, von hinten geht's dann. Die anderen wachen... Doch, jetzt sind sie doch auf Alarm. Okay, der ist schon alleine mit dem fertig geworden, mit dem einen. So, der darf gehen. Tschüss. So. Da kommt noch einer hoch. Warum bin ich jetzt hier runter? Tschüss. So. Und nu? Können wir weiter? Bitte? Vielen Dank. Wie weit ist es noch? Wann sind wir da? So. Eine Wache. Noch eine Wache. Und den müssen wir töten, oder was? Verliert ihn nicht schon wieder! Dann nehme ich doch das Schwert, wenn er jetzt hier dick möchte. Zack. So, okay, dann haben wir es. Sehr schön. Und tschüss, der darf auch nochmal runterfallen. Wunderbar. Dann haben wir auch hier das Attentat fertig. Es werden bestimmt noch, wird es noch weitere geben, mit Sicherheit. Nur in dem Bezirk hier nicht mehr. Okay. Vielleicht haben wir, war das auch das letzte. Können wir mal gucken, das mache ich jetzt noch. DNA. Sequenzen, Aussichtspunkte, geheime Orte, Fehler und Schlägerei, Rennen ab, Attentat. Ne, fertig ist es nicht. Da fehlen uns zwei. Und nochmal zwei. Also vier Stück insgesamt fehlen. Okay. Aber es ist übersichtlich, übersichtlich. So, dann haben wir in dieser Folge sehr, sehr viele Attentate gemacht und haben ein paar Leute aus dem Weg geräumt. Und ab der nächsten Folge schauen wir mal, machen wir weiter hier in Venedig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, bleibt grün und macht's gut und ciao, ciao.